Peter und der Wolf. Ein musikalisches Märchen, nicht nur für Kinder. Peter, ein kleiner Junge, lebt mit seinem Großvater im ländlichen Russland. Eines Tages lässt er die Gartentür offen und die Ente nutzt die Gelegenheit, auf dem nahen Teich schwimmen zu gehen. Sie gerät in einen Streit mit einem Vogel. Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst? Quack! Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst? Da schleicht sich eine Katze an. Und der Vogel flüchtet, von Peter gewarnt, auf einen Baum. Peters Großvater ist verärgert, holt ihn in den Garten zurück und schließt das Tor, da der Wolf ja kommen könnte. Der tatsächlich kurz darauf aus dem Wald kommt. Die Katze klettert auf den Baum, die Ente aber, die vor Aufregung aus dem Teich gestiegen war, wird vom Wolf verschluckt. Peter holt ein Seil und klettert über die Gartenmauer auf den Baum. Er weist den Vogel an, den Wolf immer um den Kopf herum zu fliegen, um ihn abzulenken. Währenddessen lässt er eine Seilschlinge hinab, mit der er den Wolf am Schwanz fängt. Jäger kommen aus dem Wald und schießen auf den Wolf. Aber Peter stoppt sie. Im Triumphzug führen alle gemeinsam den Wolf in den Zoo. Am Schluss hört man noch die Ente im Bauch des Wolfs quaken. Quack. Denn der Wolf hat es in der Eile lebendig hinuntergeschluckt. Und wenn ihr diese spannende Geschichte ganz hören wollt, dann kommt einfach in unser Konzert.